Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von forexum.de. Dieses Video dreht sich um unser Template, welches wir im MetaTrader 4 verwenden. Ich möchte es heute mal vorstellen, beziehungsweise die ganzen Zahlen und Farben und so weiter benennen. Und ich wünsche natürlich gute Unterhaltung dabei und ja, geht's gleich los nach der Risikowarnung. So, so sieht unser Template in der Trading-Software MetaTrader 4 von MetaQuotes aus. Es sieht im ersten Moment natürlich nach viel aus, ja, aber es ist im Endeffekt gar nicht so viel. Wir müssen eben auch beachten, dass wir unterhalb dieses Charts überhaupt keine anderen externen Indikatoren verwenden. Ich halte das für absoluten Quatsch und auch überhaupt nicht notwendig. Und ja, deshalb haben wir natürlich den Blick frei für diesen Gesamtchart, was uns letztendlich auch erlaubt, diese Indikatoren, welche sich hier im Chart befinden, auch dementsprechend zu nutzen. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal mit diesen EMAs hier an, Exponential Moving Average, also hier diese gleitenden Durchschnitte im Chart, die wir hier sehen, die haben wir auf allen Timeframes eingeblendet und ich kann gleich mal draufklicken, hier der erste, das ist der Moving Average 10, wir schauen uns das Ganze mal an. Es handelt sich dabei, wie gesagt, um die Periode 10 Versatz 0. Die MA-Methode oder beziehungsweise Moving Average-Methode ist Exponential. Die nutzen wir, anwenden auf Close, Farbe Dark Orange und hier nutzen wir die zweite Stufe bei der Dicke oder bei der Breite dieses EMAs. So, weiter geht's zum nächsten. Das ist der, Moment, ich muss ihn erwischen. Das ist der 13er, Periode 13, Versatz 0. MA-Methode anwenden auf, entspricht wieder demselben wie beim 10er EMA. Farbe diesmal Hot Pink, etwas flotter unterwegs und hier auch die zweite Stufe der Breite. So, und da sind wir schon beim dritten EMA, welchen ich auch natürlich wieder versuche zu erwischen. Dabei handelt es sich um den 20er, MA-Methode anwenden auf und die Breite natürlich auch wieder gleich, der Steel Blue in diesem Fall. So, der nächste EMA, dabei handelt es sich um den 34er, hier auch wieder alles gleich, Farbe Sea Green und bei der Breite natürlich auch dasselbe. Dann geht es weiter mit dem 50er, Farbe Rot. Ansonsten alles gleich, ja, wenn ich nichts anderes sage, bleibt es gleich. Hier der 55er in der Farbe Fire Brick. Und dann der vorvorletzte, der 144er. Hierbei handelt es sich um die Farbe Dark Orange 144, diesmal aber in dünn, bitte. Und der vorletzte, das ist der 200er Moving Average hier in Deep Sky Blue. Die zweite Stufe der Breite wieder. Und der letzte EMA im Bunde, das ist der 237 EMA in der Farbe Deep Sky Blue ebenfalls, aber in dünn, damit wir es auch ein bisschen unterscheiden können. So, das wären schon die EMAs, das kann sich jeder selber einstellen, selbst einstellen. Natürlich lernt man diesen ganzen Umgang mit dem MetaTrader auch im unserem Anfänger-Coaching. So, dann die Bollinger Bands, die ich hier nutze, ganz zart hier im Hintergrund gehalten. Periode 20, Versatz 0, Abweichung 2, also der Standard, anwenden auf Close, die Farbe hier in Oliv und die Breite hier auf der dünnsten Stufe. Schauen wir uns den Rest mal an. Die Farben, die finden wir unter den Eigenschaften. So sieht es aus. Hintergrund Mint Cream, Vordergrund Black, Gitter Silber. Gitter nutzen wir nicht, die Balken nutzen wir nicht, die Kerzen aber in Lime. Die kann man sich aber auch im privaten Gebrauch gerne hier in Lawn Green einstellen. Ich habe dieses Lime, dieses helle Grün einfach deshalb, da man es in den Videos besser sieht, in der Videoaufnahme. Kann man aber auch ein bisschen dunkler nehmen im privaten Gebrauch, wenn man das gerne möchte. Kerzen runter in Rot, den Liniengraph, den wir hier auch natürlich nutzen, ab und zu in Black. Das Volumen nutzen wir nicht, noch hier in Grün, das ist so die Voreinstellung. Die Ask-Linie in Orange Red und das Stop-Level ebenfalls in Orange Red. So, und allgemein diese Einstellung, die Sie hier sehen, die Chartverschiebung hier eingestellt, Kerzenchart nutzen wir aktuell, das kann man ja hier oben auch ändern, OLC wird natürlich angegeben und die Ask-Linie ebenfalls, die man aber im meisten Fall oder im Regelfall erst in den schnelleren Timeframes sieht, weil der Spread hier bei unserem Partnerbroker aktuell sehr, sehr gering ist, insbesondere natürlich hier im Währungspaar Euro US-Dollar. So, damit hätten wir natürlich schon dieses Standard-Template erreicht. Das kann sich natürlich auch jeder speichern. Auch das lernt man alles im Coaching, beziehungsweise den gesamten Umgang hier mit dem MetaTrader. Was schauen wir uns noch an? Ein paar Voreinstellungen, natürlich Fibonacci, die Fibonacci-Rücksetzungsebenen.
Schauen wir uns mal an, welche nutzen wir denn? Ich habe es mal hier eingeblendet. Mach's mal so groß. Da kann man natürlich das Video auch mal auf Pause stellen. Das Ganze hier abschreiben. Ich muss die jetzt hier nicht alle benennen. Man kann diese Retracements durchaus bis zu 400, 500 und so weiter weiterführen. Aber bitte immer wieder in dieser Reihenfolge. Ja, bei 261 ist bei mir erst einmal Schluss. Kann man aber durchaus auch hier auch noch das 276,4 bzw. 278,6 Retracement einfügen. Gar kein Problem. Die Farben entsprechen, Moment, müssen wir mal gucken. Bei allgemein Dark Violet bzw. bei FIBO Level ebenfalls Dark Violet im Stil. Die Breite in der dünnsten Stufe. So viel zum Fibonacci Retracement und zum Schluss noch die Fibonacci Expansion bzw. die Expansion, was soll ich sonst dazu sagen? So, wir schauen es mal an. Ich werde es mal ein bisschen vergrößern, dass man das Ganze auch sieht. So. Und jetzt brauchen wir bloß die Ebenen rechts zu betrachten. Das sind hier natürlich diese Fibonacci Expansion-Ebenen. Auch hier wieder die gleiche Reihenfolge wie bei den Retracements. Auch hier kann man sich das durchaus erweitern bis zur 400er-Marke. Kann man auch im kurzfristigen Handel oder in schnelleren Timeframes sehr, sehr effektiv nutzen. Ich nutze es zum Beispiel sehr, sehr gern im DAX, aber natürlich auch in anderen Handelsobjekten wie Währungspaaren oder Rohstoffen. Weitere Funktionen, die wir nutzen, beziehungsweise sollte es offene Fragen geben, dann gerne an uns wenden, einfach über das Kontaktformular auf unserer Website www.forexhome.de. Gut, in diesem Sinne möchte ich mich schon wieder verabschieden. Das war ein sehr, sehr kurzes Video. In einem anderen Video werde ich erklären, wie Sie unser Template downloaden können. Das steht natürlich auch in Kürze dafür bereit, damit man das Ganze nicht selbst einstellen muss. Und ja, in diesem Zusammenhang wünsche ich natürlich viel Erfolg und verabschiede mich bis zur nächsten Analyse, beziehungsweise bis natürlich zu einem weiteren Video. Tschüss und bis bald.